Ey, meine Freunde, was geht ab bei euch? Xavier hier am Start mit einem neuen Sound of War Video. Heute machen wir was ganz Spannendes. Wir testen heute eine Crit Damage Chloe. Vorher mache ich noch ganz kurz Werbung für die Gilde von Sophie. Ich habe schon vor, keine Ahnung, 2 Monaten oder so Werbung für sie gemacht. Es haben sich einige Leute bereit erklärt, in die Gilde reinzugehen, beziehungsweise haben angefragt und es waren einige Inaktive dabei. Also ich bitte euch, erstmal euch hier zu bewerben, wenn ihr vernünftig seid. Also da unten stehen die Anforderungen, ihr könnt euch das in Ruhe durchlesen. Ist wirklich eine nette und vernünftige Gilde, aber nur anfragen, wenn ihr wirklich aktiv seid. Ja, mit aktiv meine ich nicht, dass ihr jeden Tag 5 Stunden spielen müsst, aber dass ihr jeden Tag eure Schwerter macht. Und wenn ihr sie nicht macht, dass ihr euch entschuldigt. Die ganz vernünftigen oder die ganz normalen Anforderungen, die eigentlich jede Gilde hat. Also ich bitte euch, wirklich nur aktive Spieler anfordern. Na ja, doch, anfordern. Anfragen. So. Die, auf die man sich verlassen kann. Bitte, das würde mich sehr freuen. Und dann könnt ihr die Gilde auch unterstützen. So. Wir testen heute, also für mich ist FRR heute noch. Haben noch keine Runen getauscht, außer die von Chloe. Ich wollte erstmal Videos aufnehmen. Wir testen heute eine Crit Damage Chloe. Das Ding mit Chloe ist, sie skaliert nicht wie die anderen lustigen Toys, die wir jeden Monat testen mit Attack, sondern sie skaliert mit HP. Das heißt, ich muss hier HP, Crit Damage, HP Runen und ich kann ihr nicht einfach die Runen von meiner Kata oder von meinem Lucian geben und dann haben wir 200 Crit Damage und dann testen wir, keine Ahnung, irgendein Monster, wie zum Beispiel, was haben wir letzten Monat getestet? Hier, Dings, Dover, nein, wie heißt der? Raccoon haben wir letzten Monat getestet. So viel Schaden können wir leider nicht sehen, weil ich hier erstmal HP, Crit Damage, HP Runen rausholen musste. Und mir ist aufgefallen, ich habe in meiner ganzen SW-Karriere kaum HP Runen mit Crit Rate Subs bekommen. Beziehungsweise brauche ich bisher noch nicht, weil ich noch nicht so ein HP skalierendes Monster habe wie Rakan. Deswegen war es schwierig, Chloe zu ruhen, aber ich habe mein Bestes gegeben. Also, wir testen heute HP, Crit Damage, HP komplett broken Chloe. Im Szenario und in RTA. Selbst wenn ich in RTA verliere, spielt es keine Rolle. Ich will mich sowieso fallen lassen. Lesen wir uns die Skills durch und dann legen wir direkt los. Mana-Absorption. Greift den Feind an und erholt die HP um 30% des zugefügten Schadens. Also wir healen uns dabei sogar. Dieser Angriff fügt mehr Schaden hinzu, entsprechend deiner Max-HP. Okay, das ist unser einziger Damage-Skill. Dann haben wir noch Immunity, Unbesiegbarkeit und den Heal. So sehen unsere Stats aus, weil ich zeige euch das mal in der anderen Form hier im Verwalten-Menü. Wir sind erstmal komplett broken. HP, Crit Damage, HP. Also das ist die beste Rune mit Crit Rate Subs und ich will ja auch ein bisschen Speed haben. Sie hat jetzt nur 48 Speed, dazu ist sehr slow. Aber wir wollen ja den Schaden maximieren. Das ist eine Leo-Rune, ich hätte keine andere vernünftige Slot 2 HP-Rune mit mehr Crit Rate und so. Ich weiß, sie passt gar nicht auf sie, aber okay, die ist vernünftig mit Speed, Crit Rate, HP. Die haben wir jetzt noch Speed, HP, Crit Rate, die ist auch sehr gut. Hier haben wir Crit Rate, Crit Damage, HP. Hab mich für die niedrigere Crit Rate entschieden, damit wir wenigstens noch ein bisschen Crit Damage haben. Hier haben wir HP, Crit Rate, Crit Damage. Also ihr seht überall so die wichtigsten Stats, aber wir können leider nicht 200 Crit Damage erreichen, aber immerhin 172% Crit Damage Chloe mit immerhin 70% Crit Rate. Und plus 25.000 HP. Mit Towern dürften wir eine vernünftige Zahl an HP haben. So, ich habe mich gestern wieder hochgespielt. Das heißt, wir sollen uns sofort fallen lassen. Ich denke, wir verlieren sofort mal extra. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir ein bisschen niedriger sind. Du hast ein wunderschönes Bild. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir ein bisschen niedriger sind. Und dann können wir da Chloe testen, wenn die Gegner nicht so extrem stark sind. Und dann können wir ruhig mit ihr verlieren oder gewinnen. Das spielt keine Rolle. Ich meine, ich mache ja momentan sowieso so eine neue Taktik. Dazu gibt es bald auch ein Video. Das seht ihr dann bald. Ich glaube, ich lade das hier nämlich vorher hoch, weil das, naja, weil der FRR ja gerade so aktuell war dann, wenn ihr das Video seht. Deswegen kommt es ein bisschen später. Zum Schluss gibt es übrigens eine Frage des Tages. Und ansonsten sehen wir uns gleich wieder.
So, ich denke, wir sind jetzt niedrig genug. Zwischendurch hat auch einer aufgegeben und ich habe gewonnen. Und ich wurde zum Home-Bildschirm zurückgeschoben. Beziehungsweise den lasse ich jetzt nochmal gewinnen. Dann habe ich jetzt das war jetzt das dritte Mal, dass der hintereinander gewinnt. Ich hoffe, wir treffen jetzt auf 9. Komm schon, ich will einen Silber-2-Spieler haben. Brasilien. Silber 3. Okay, wir nehmen hier. Ah, wieso musst du einen Wooster nehmen, du Idiot? Tiana Ethna. Und dann, wo ist meine Chloe? Da muss ich schon mal rausholen. Double Immunity. Fuck. Und Bizarre. Komm, wir lassen den Kampf auch verlieren. Ist mir egal. Ich push mich heute Abend sowieso wieder hoch. Mann, ey, so ein Idiot. Können wir bitte einen haben, der Silber 2? Kein Silber 2. Wir nehmen mal Ciara als erstes. Chloe, wo bist du hier? Für Chloe brauchen wir irgendwie eine Art von Defense Break. Attack Puff spielt keine Rolle, oder? Chloe? Lucian. Also wir wollen noch einen Defense Breaker. Ich denke, ich werde noch Ethna reinpacken oder so. Ich wollte einfach nur, das sah so aus, als würde er Lucian nehmen. Deswegen habe ich das jetzt mal weggelassen. Dann nehmen wir Dover noch mit. Und dann nehmen wir... Ich habe irgendwie im Gefühl, dass er meine Chloe bannt, oder? Bitte bann nicht meine Chloe, du Idiot. Dann nehmen wir noch Cyrus mit. So. Dann haben wir keinen Defense Break, ich Idiot. Wir haben keinen Defense Break. Ups. Okay, wir werden Bulldozer, denke ich, bannen. Ja. Er bannt nicht Dings. Okay, das heißt, wir können Chloe Action sehen. Wir nehmen mal Speed Leader. Die sind sowieso schneller, ha? Meine Chloe ist ja jetzt mega slow. Also mein Dover ist nur schnell. Mein Dover ist schnell. Und dann kann ich Unbesiegbarkeit machen. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht so. Ich hasse. Das ist immer so schwierig in RTA sowas einzuplanen. Der Orion ist schneller. Wow. Okay, bitte nicht. Okay. Können wir vielleicht cutten? Beziehungsweise der Kupfer kann ja sowieso nur einen kaputt haben. Wer haut der kaputt? Ciara? Glaub schon, ne? Haut Ciara kaputt? Weiß aber nicht, dass meine Chloe der Damage-Dealer ist. Also ich bin gespannt, wie viel wir ohne Defense-Break machen. Die haben jetzt Defense-Buff, aber... Ah, so schlau, der Typ. Die haben jetzt Defense-Buff, aber wir werden es nachher dann noch im Szenario testen. Wir machen, ehrlich gesagt, Unbesiegbarkeit bei uns mal. Nur bei Cyrus nicht, da geht's ja gerade leider nicht. Ich mache jetzt mal ein Reset. Glaub nicht, dass wir die hier irgendwie töten können. Wobei die Megan ist mega squishy und wir haben ein Dings eingebaut. Wir geben jetzt Cyrus direkt mal den Turn und dann machen wir jetzt mal Dots drauf. Vielleicht gewinnen wir das noch, ich weiß nicht. Sieht gar nicht so übel aus. Also ich glaube schon, dass wir verlieren. Wieso hat die denn schon wieder den Defense Buff? Hä? Hat die den nicht eben erst gemacht? Ah ne, das war der von Immensity. Oh, ich verstehe. Verstehe. Chloe kommt gleich zum Zug und kann den ersten Schaden machen. Bin gespannt. Er arbeitet an Dover. Wir haben bei dem Orion keinen Defense Buff. Ich will healen. Sorry. Chloe Schaden kommt nachher. Es ist so schwierig, diese bescheuerten Einheiten in RTA zu testen, aber es ist hier natürlich, hier finde ich es spannender als nur im Szenario, weil man die hier mal im Kampf sieht, aber es ist schwierig, das zu sehen. Okay. Bei dem Immensity. 3000 nur? Was, Chloe? Du hast 170% Crit Damage. So viel macht doch die normale schon. Und diese Megan ist so der richtige Counter gegen Dover hier gerade, weil die Beneficial Effects blockt und wir dann nichts machen können. Nein. Chloe. Okay, den Kampf können wir, glaube ich, aufgeben. Hoffen wir, dass wir im nächsten Kampf mal... Komm, Crit jetzt nochmal. Bisschen mehr. 3000 nur? 170% Crit Damage? Echt? Echt? Also ich meine, MST kann ruhig viel Defense haben, aber what the fuck? So wenig? Können es noch einmal testen? Mal nur einen Schaden, außer wir werden jetzt... Nee, geharmlist. So wenig? Nee, gehen wir mal auf. Der hat mich so gecrittet, Mistkerl. Okay, heute Abend habe ich Spaß, mich wieder hochzuspielen. Also ich freue mich, dass wir so niedrig sind. Da muss ich nicht extra verlieren, das ist ein bisschen langweilig manchmal. Aber jetzt im Video erfüllt es ja wenigstens Sinn. Wir hoffen auf einen schlechten Gegner. Komm, Silber 2. Silber 2. Wir beginnen mit Chloe, First Pick, damit ihr nicht geklaut werden kann. So,
Theomas bestellt. Ah, wir bauen ja Windmonster. Bauen Windmonster. Okay, ich nehme mal Ciara Ethna. So, jetzt haben wir auch einen Defense Break dabei. Wir müssen die Bestat bauen, damit die keinen Defense Buff haben, wie eben die. Ne, die bekommen Attack Buff, aber die bekommen Schild, hä? Erhöht Angriffsleiste, Schild. Das Schild will ich weghaben. Leica, okay. Dann nehme ich das hier. Und damit haben wir auf jeden Fall einen Defense Break. Und dann nehme ich Malaka. Ja, Malaka. Und ich hoffe, dass er nicht Chloe bannt, sondern irgendwas anderes. Die anderen sehen ja alle hässlicher aus als Chloe. So, wir bannen Dings hier. Ich hoffe, er pickt jetzt nicht im letzten Spot Immunity, sonst muss ich Immunity bannen. Aber ich denke, wir können die Bestat bannen. Komm, mach schneller, Typ. Will jetzt Chloes Schaden sehen. Also bisher war der Schaden wirklich enttäuschend. Ich habe jetzt mindestens mit 6.000-7.000 gerechnet. Auch wenn wir keinen Defense... Okay, wir können die bannen. Wenn wir keinen Defense Break hatten, immerhin, oder? Also hätte ich gedacht, dass wir da wenigstens ein bisschen was raushauen. Also 170% Crit Damage und vernünftige HP. Hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Aber okay. No! No! Why? For fuck's sake! Ich hasse so Tests, ja? Ihr habt jetzt gerade einen kleinen Part rausgeschnitten bekommen. Mann, es wäre so schön gewesen, hier Chloe zu testen. Wieso bannt der denn nicht Ciara oder irgendwie sowas? Wieso bannt der Chloe? Wieso? Mann. Okay, nächster Kampf. Wir wollen sie wenigstens einmal testen. Okay, Ginger VZLA. Silber 2, danke. Pick nicht Chloe. Okay, alright. So, Ciara, Chloe. Bitte bann nicht Chloe. Okeanos, okay. Windaffe, okay, alles klar. Wir nehmen Malaka, Cyrus. So. Dann brauche ich noch einen Defense Breaker. Dann nehme ich noch... Also ich habe Malaka als Defense Breaker bisher. Nur damit ihr wisst, was ich meine mit noch einem Defense Breaker. Und dann nehme ich noch Beth. So, und wir bannen Immunity vom Gegner. Normalerweise würde ich irgendwas anderes bannen. Hallo! For fuck's sake! Gegner gibt selbst auf. Hättest du nicht wenigstens Chloe drin lassen können? Letzter Versuch, sonst nehmen wir sie in der normalen Arena, ja? Und dann im Szenario. Fuck. Nie wieder. Ich hasse es. So schwierig ist Chloe. So gefährlich hier jetzt, oder was? Silber 3. Jetzt kommt er mit seinen... Nein, nicht, dass Silber 3 hoch ist, aber ich hätte lieber gegen Silber 2er Chloe Schaden getestet. Dummes Ding, ey. Ja, man kann die Leute eben nicht beeinflussen. Das ist das Problem, wenn ich sowas in RTA teste. Aber ich finde es am witzigsten in RTA, wenn dann die Leute überrascht sind vom Schaden. Eben der war nicht überrascht, weil der Schaden wirklich schlecht war. Sehr gering. Kannst du mal wählen? Heute ist nicht unser Tag, ja? Er nimmt gar nicht. Okay. Ist das so ein inaktiver Spieler, der nichts macht? Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn er inaktiv ist. Dann hoffe ich nicht, dass der Computer unsere Chloe rausbannt. Wenn der Computer die Chloe rausbannt, also wenn man inaktiv ist, dann wählt ja der Computer alles selbst. Wenn der Computer unsere Chloe rausbannt, dann haben die heute irgendwas gegen uns. Irgendwas richtig Mieses läuft da gegen uns. Die haben sich gegen uns richtig verbündet. Beziehungsweise gegen Chloe. Okay. Dann nehme ich Zydros. Und ich banne... glaube ich, den Chao. Ja. Okay. Defense Breaker gebannt. Danke. Aber wir haben Malaka. Ich wollte eigentlich die Bomben nehmen, aber okay. Okay. Ich denke, das kriegen wir hin. Also wir könnten die Bomben natürlich so detonieren und bam bam gewonnen, aber das wollen wir nicht. Wir wollen den Defense Break sehen. Komm, ich will den nicht vorher töten. Nein, nicht den dritten Skill und dann Chloe ganz Attack-Leist zurücksetzen. Bitte nicht. Sie hat ja keinen Wille. Garni, derp. Derp. Nein. Schau dich mal an, Chloe hat jetzt null Attack-Leist. Die sind so gegen uns. Die sind sowas von gegen uns heute hier. Okay, ich mache Defense Break. Bam. Okay, ich lande eine Bombe hier. Ich glaube, wir killen die vorher, oder? Ja, wir killen die, glaube ich, vorher.
Dann mache ich jetzt den Reset. Chloe, kannst du irgendwen angreifen? Abklingzeit, Abklingzeit. Den Pisama kann sie angreifen. Ich hoffe, keiner von uns steht den Turn. Chloe! Nein! Shit, ich hätte die Bombe drauflegen müssen. Es ist so schwierig. Wir testen sie in der normalen Arena. So, ich mache jetzt das. Beth, Chloe, Tiana und Megan. Ja, damit wir vor denen drankommen. Die haben 33% Speed Leader. Ich will die Chloe einfach strippen und dann mit Megan uns Attack-Leiste geben und dann macht Beth ihren AOE Defense Break und Chloe zeigt dann ihr wahres Potenzial. So, die machen jetzt das, dann machen wir jetzt das und dann buffen wir mit Megan. So, und dann machen wir jetzt AOE Defense Break. Lande. Ja. Und jetzt machen wir Schaden. Das erste Mal, dass es heute klappt. Können wir diese Trinity töten? Kriegen wir das hin? Ich bin so gespannt. Komm, bitte hau viel Schaden raus, Chloe. Attack Buff sogar. HP Leader. 170 irgendwas Prozent Crit Damage. Und? 12.000 nur? Wow. Eins der schlechtesten Monster in diesem Test am FRR. Holy, das ist ja schrecklich. Schrecklich, dieser Schaden. Ich habe ein bisschen mehr erhofft, ja? Wirklich, ohne Witz, ich habe ein bisschen mehr erhofft. Holy, das ist ja schrecklich. Schrecklich. Ich zeige euch nochmal die Stats. Chloe, ja? So viel HP, 170% Crit Damage, dieser Skill. Wow. Wow. Katastrophe. Okay, machen wir es hier einmal zum Schluss und dann war es das mit dem Video. Sorry für diese Probleme in RTA. Es tut mir leid. Ich wünschte, es wäre anders gelaufen. Ich konnte es leider nicht wirklich beeinflussen. Nehmen nochmal HP-Leader und dann Galeone und nochmal Galeone. Schrecklich. Also, was lernen wir daraus? Crit Damage Chloe ist nicht so spaßig. Macht nicht viel Schaden. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst ein Like da, also wenn ihr das nächsten Monat wieder sehen wollt und ihr könnt gern ein Monster vorschlagen. Chloe ist definitiv durchgefallen, selbst im Szenario 13.000. Wow, so wenig. Also, Crit Damage Veramos hat sich gelohnt. Crit Damage Ariel mit Defense, Crit Damage Defense hat sich auch gelohnt, war auch cool. Rakuni hat mehr, hat mich schon enttäuscht, aber hat mehr gemacht als Chloe und Chloe ist wirklich die Katastrophe. Richtige Katastrophe, 13.000, das ist ja gar nichts, also Chloe ist meh. Naja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, ich fand es ganz lustig, vor allem als die Leute in RTA meine Chloe gebannt haben. Ich habe mich aufgeregt, aber es war auch irgendwie lustig. Hashtag FDT von Nick Nolte, gibt es Sinn? Jetzt sind geschrieben, aber ich denke, ihr meint Sinn, Rakan auf viel Accuracy zu ruhen. Ist es möglich, dass Rakan öfter Collapse proct, wenn er mehr Accuracy hat? Diese Frage oder so ähnliche Fragen wurden schon oft öfter gestellt. Accuracy hat nichts mit so einer Skill-Aktivier-Wahrscheinlichkeit zu tun. Ja, das hat nur mit Debuffs zu tun. Also Accuracy bringt bei Rakan nichts in dem Sinne, dass Collapse dadurch öfter kommt. Accuracy hilft dir nur in dem Sinne, dass du öfter provokst, aber und Dots landest, ne? Rakan landet auch Dots, meine ich, im ersten. Also nicht Accuracy ruhen, weil du dann hoffst, dass du mehr, Dings bekommst, mehr Collapse procs. Nee, das hat nichts mit Accuracy zu tun. Ist zum Beispiel wichtig für sowas hier, dass du das landest, aber bei einem Rakan, der ist weiter vorne, bei einem Rakan spielt es keine Rolle, ob du Accuracy hast oder nicht, damit Collapse kommt. Ja, also hier machen wir einen Dot und hier können wir provozieren. Dafür brauchst du Accuracy, aber nicht für die Chance, dass der Skill aktiviert wird. So, ich hoffe, euch geht's gut. Wir sehen uns im nächsten Sound of War Video wieder. War so, naja, ich habe mehr erhofft, aber es war lustig. Naja, wir sehen uns dann wieder. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.